wenn du seufzen willst oder stöhnen oder irgendwas, lass es einfach raus. Weil der Körper und die Stimme sollten miteinander arbeiten. Und wenn dein Körper sich so entspannt, dass er ein Geräusch abgeben möchte, dann... Ja, ich gebe mir Mühe, aber das ist der größte Scheiß, den ich je gehört habe. Willkommen, Freunde, zu einem neuen Video aus meinem YouTube-Channel. Ich weiß, wir sind heute an einem merkwürdigen Ort, roter Teppich mitten im Schwarzen. Das liegt daran, dass wir heute ein bisschen was Besonderes machen werden. Und ich muss dazu sagen, heute ist Jenny die Chefin. Warum sie das ist, erklärt sie uns jetzt. Ja, der Faisal, der hat sich ja immer so lustig gemacht, ne? Über meinen Beruf. Und deswegen werden wir heute Schauspiel machen. Ja. Hast du eine Ahnung, was da passieren könnte? Das ist schon komisch. Wir werden irgendwelche komischen Sachen machen. Ich weiß, warum steht das Ding? Ich wette, ich muss mit der fucking Pflanze reden. Fischer, Spritz, Fisch, Brüche, Fischer. Also als allererstes machen wir ein Aufwärmprogramm, was ja auch wichtig ist, wenn du auf die Bühne gehst. Wir werden ein bisschen an deiner Artikulation arbeiten. Die ist doch super. Nicht, dass du undeutlich reden würdest. Ich habe noch nie mein Leben undeutlich geredet. Dann werden wir ein bisschen an deinem Körperbewusstsein arbeiten und an deiner Energie einfach. Ich denke, das sind alles wichtige Themen, die man auf der Bühne braucht. Ja, okay, dann legen wir los. Auf geht's! Also wir machen es erst ein bisschen warm. Indem wir unser Gesicht erstmal ausstreichen und alles einfach hin. Lass einfach alles locker. Alle Gesichtsmuskeln, mach voll das dumme Gesicht. Dummes Gesicht. Alles dumm. Und dann streich das mal aus. Ich sehe gerade so Brad Pitt am Set von Troja. So, genau. Einfach aus. Ein kleines Regentröpfchen. Du kannst jederzeit tönen, ja? Wenn du seufzen willst oder stöhnen oder irgendwas, lass es einfach raus. Weil der Körper und die Stimme sollten miteinander arbeiten. Und wenn dein Körper sich so entspannt, dass er ein Geräusch abgeben möchte, dann okay. Aus dem Mund. Okay, ich gebe mir Mühe, aber das ist der größte Scheiß, den ich je gehört habe. Du wirst noch an mich denken. Okay, also ich denke auch so oft an mich. Okay, gut, also wo waren wir? Bei... Du musst auch, ja gut. War das richtig? War das gut? Okay, einfach einmal die Handgelenke, also alle Gelenke am Körper einmal durchkreisen. So? Das meinte ich mit. Ich komme mir vor wie so eine ganz moderne Windkraftanlage. Du siehst aus wie ein Spasti. Ich sehe aus wie ein Spasti? Hat die das gerade gesagt? Ich sehe aus wie ein Spasti? Du kommst hier als Königin aller Spastis und willst mich so eine Spasti ausbilden und dann wirst du sauer, wenn ich aussehe wie ein Spasti. Dann sehe ich nicht aus wie ein Spasti, wenn ich das machen soll. Ja. Hat mich jetzt dafür gelobt. Atmen ist eine schwierige Angelegenheit. Jetzt machen wir Füße. Und das ganze Bein. Einfach schwingen. Knie locker und dann einfach den ganzen Körper schwingen. So. Ja, genau. Ja, wenn Deutsche im Club tanzen. Dann machen wir mit der Stimme weiter. Und beginnen einmal mit Lip Rolls. Los! Okay. Einfach ohne Ton erstmal nur. Ist das richtig? Okay, mit Ton. Okay, von oben runterfallen lassen den Ton. Es hat gerade angefangen Spaß zu machen. Fühlst du dich stimmlich aufgewärmt? Ja. Gut, dann machen wir jetzt Artikulationsübungen. Artikulationsübungen. Steckst du in den Mund. Und dann reden wir ganz deutlich mit Korken im Mund. Okay? Sieht ja so dämlich aus, wie ich mir vorkomme. Fischer, Spritz, Fisch, Frische, Fische. Genau, aber nicht Fische und Frische. Ich liebe euch, wenn ihr klar funktioniert. Kontonanze. Der tschechische Wirtschaftsjournalist Jerzy Szczesinski studierte Stochastik in Massachusetts. Wo kommt der her? Massachusetts. Nee, der ist, was ist der? Ein Hurensohn. Wir sind jetzt stimmlich aufgewärmt. Jetzt gehen wir ein bisschen zum Körperbewusstsein. Ja.
über. So, das ist der Teil, bevor ich am meisten Angst habe. Ja, und du wirst es auch hassen. Jetzt kommen die richtig merkwürdigen Sachen. Ja, und du wirst es hassen, weil ich fand es auch schon immer schrecklich früher. Oh nein. Okay, also es gibt verschiedene Grundbewegungsarten und wir machen das einfach, okay? Also. Nein! Ich will wissen, was wir machen. Okay, also. Und warum wir das machen. Also, wie gesagt, es gibt verschiedene Grundbewegungsarten. Ja. Und die werden wir jetzt machen, okay? Also meine Lieblingsbewegungsgrundart ist zum Beispiel Tupfen. Tupfen ist direkt und ganz leicht. Also Tupfen ist ja sowas. Ja, ich weiß. Okay? Ja, okay. Aber und was, wir bewegen uns mit dem ganzen Körper tupfend. Mit jedem Gliedmaß kannst du tupfen. Mit den Fingern, mit den Füßen, mit den Ellenbogen, mit dem Kopf. Und so bewegt man sich dann. Tupf, tupf. Tupf, 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 tupf. Ja, aber langsam, langsam. Tupf. Tupf. Du kannst auch mit dem Bauch vielleicht tupfen so. Ja, ich tupfe dir gleich was mit meinem Bauch. Okay, tupfen. Das andere, was ich total geil finde, ist Flattern. Okay, ja, Flattern tupfen war schon so geil, jetzt freue ich mich sehr auf Flattern. Okay, Flattern ist indirekt und schnell, aber auch leicht. Damit erdet man sich. Damit erdet man sich. Okay, und Flattern ist das Gleiche. Also Flattern, einfach Flattern, alles Flattern. Wir sind einfach Bienen. Flattern und der Fuß flattert. Du musst ja auch. Du bist gerade elf! Ich mach das ja alles voll in deinem Element, Alter! Wir machen jetzt erst noch die letzte und das ist Schweben. 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 Und Schweben ist indirekt, aber halt ganz leicht. Und Schweben ist so wie der Hippie-Tanz. Also. Du machst einfach alles. Und schwebst dabei. Und du schwebst rum. Schweben ist geil. Schweben ist geil, oder? Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Koks oder Gras. Ja. Alle, hey, hast du ein bisschen Gras? Okay, jetzt kommen wir zu den kraftvollen Bewegungen. Ja. Wir fangen mit Drücken an. Drücken? Drücken ist direkt und kraftvoll. Natürlich. Wie, wenn man was drückt. Wenn man mit den Armen drückt, dann kann man. Oder mit dem Fuß. Das heißt, du musst die ganze Zeit so ein Gefühl von Anstrengung haben. Okay. Muss ich die Fresse dazu ziehen? Das ist auch wichtig, dass ich angestrengt aussehe. Das ist nicht wichtig, aber ich finde, das sieht ganz witzig ja, aus. So. Das sieht wirklich aus, als drückst du mit was anderem gerade. Okay. Okay, letzte kraftvolle Sache ist Peitschen. Das gefällt mir. Das brauche ich nicht erklären, oder? Bring herbringen, bitte. Danke. Nein, mit deinem Körper peitschen. Also direkte, kraftvolle Bewegung. Und direkt. So, war das richtig? Und kraftvoll und schnell. Ja, aber da werde ich aussehen wie eine Tunte, die malt. Oh. Das ist nicht falsch. Das ist Tai Chi. Ja. Und? Was ist deine Bewegungsart? Peitschen. Okay, wir machen jetzt was ganz Kleines zwischendurch, damit du ein bisschen runterkommen kannst. Du hast dich ja jetzt ganz schön angestrengt, 12 Sekunden lang. Ich will auch einen Keks dafür haben. Du kriegst nachher sogar 2 Kekse. Ich liebe Keks. Okay, und zwar, das kannst du bestimmt gut. Wir machen einen Slow-Mo-Fight. Wie soll das gehen? Zeig mal, damit ich ungefähr ein Gefühl habe. Naja, wir kämpfen jetzt. Tot. Slow Motion. Tot. Richtig Slow-Mo. Tot. Ach so. Okay, ach so, okay, alles klar. Die nächste! Doch direkt zur nächsten Übung. So was, was kommt denn jetzt? Abspacken in 30 Sekunden. Abspacken in 30 Sekunden? Genau. Klingt irgendwie wie ein neues TV-Format von ProSieben. Geil, oder? Wie genau. Darf ich mir das vorstellen? Also wir stoppen die Zeit, 30 Sekunden, und du spackst in den 30 Sekunden ab. Du machst alles, was du kannst, was du hast. An Stimme, an Körper, an Bewegung, alles. Auf drei geht's los. Okay. Eins, zwei, drei. Was war zum Teufel das denn, ey? Der Exorzismus von Jennifer Buschmann. Was zum Teufel? Wie war's? Das will ich nicht. Wir machen solange ich kann. Ich gebe jetzt Vollgas, ich gebe jetzt mein Bestes. Solange wie du kannst, sind ja nur 5 Sekunden. Das weißt du nicht. Der Exorzismus des Faisal Kawusis. 3, 2, 1. Go! Ah!
Boden, ernsthaft? Ah, ich hab mein Knie, Mann. Ah. Ich wusste, ich hab keinen Bock mehr, Schauspieler zu sein. Stand-up ist lustiger. Oh. Ich kann mit dem nicht arbeiten. Was ist denn los mit dem? Das war der erste Teil von meinem Schauspielunterricht. Wenn ihr dachtet, das war der merkwürdige Kram, der crazy Shit kommt erst nächste Woche. Das Video findet ihr dann hier oben. Und wenn ihr mal Bock habt, mich live zu sehen, dort findet ihr auch den Link für alle Tickets und alle Termine, die ich in Deutschland führe. Und dort seht ihr mich dann auf der Bühne live schweben.